Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Siegstraße in Siegen-Weidenau. Ein 88-jähriger Mann verlor vermutlich aufgrund während der Fahrt plötzlich aufgetretener gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Mercedes und krachte mit voller Wucht gegen die Wand eines Firmengebäudes. Er musste von den eingesetzten Feuerwehrkräften mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden, während er gleichzeitig durch einen Notarzt erstversorgt wurde. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Siegstraße in beiden Richtungen voll gesperrt.